Einen wunderschönen guten Abend. Wir schauen uns heute mein ganzes Kletterequipment an. Ich hoffe, ihr habt Bock und bleibt ein bisschen dran. Auf geht's! Von Climbing Technology, da ist fast alles drin, was ich immer mitnehme. Das Einzige, was fehlt, ist Seil und Big Shot und das ganze Kamera-Equipment, aber dazu später mehr. Ich würde sagen, wir packen das Ding jetzt einfach mal aus. Der Rucksack besteht aus einem großen Hauptfach, zwei Seitenfächern, an der Seite sind so noch solche Netze hier, da kann man noch was reintun. Der erste Gegenstand an meinem Rucksack ist mein GPS. Das ist dann wirklich für Gegenden, wo das mit dem Handyempfang und dem Internet immer nicht so ganz so toll ist. Also im ersten Seitenfach befindet sich dieses Erste-Hilfe-Kit. Warum jetzt so ein großes Erste-Hilfe-Kit, die gibt es doch auch viel kleiner für Tracking oder so. Umso kleiner, umso mehr Zeug bleibt auf der Strecke. Je größer, desto mehr muss ich schleppen. Für mich ist das der perfekte Kompromiss zwischen all diesen Faktoren. Erste-Hilfe-Kit gehört in jeden Kletterrucksack. Linke Seite ist jetzt leer, hier ist nochmal eine Rettungsdecke und ein Fernglas. Ganz normales Billigteil, 8x21. Damit kann man nachgucken, ob die Pilotleine auch dort ist, wo man sich das vorgestellt hat. Gerade wenn der Baum relativ belaubt ist, kleines Fernglas, kann ich nur empfehlen. Das ist mein aktueller Kletterhelm, der ist von Kask. Relativ günstiges Modell, habe ich gekauft, weil mir der andere Helm, also der graue, manche kennen mich auch mit dem grauen Helm, der ist mir ein bisschen zu klein. Dann habe ich hier noch mehr Equipment. Lord Helmchen in Grau, der ist von Mammut, das ist der L-Cap. Lange Zeit genutzt, ist mir ein bisschen unbequem, der ist nicht sehr gut gepolstert in Höhle, Bunker, Lost Place unter Umständen ist der erste Wahl. Ansonsten zum Klettern, zum Fein ausgehen, setze ich lieber den blauen auf. Also im Hauptfach befindet sich mein Klettergurt. Hier ist das gute Teil, das gucken wir uns gleich an. Jetzt schauen wir erstmal, was da noch so drin ist. Das erste, was einen begrüßt, ist dieser Beutel. Rock Empire, da war mein Klettergurt drin. Beutel gleich umfunktioniert. Da sind alle meine Anschlagmittel drin. Diverse Bandschlingen in verschiedenen Längen. Dann, was ich zurzeit sehr gern
benutze, ist die Super Sling. Die ist von Geoclimbing. Das Teil ist echt cool, die ist 4 Meter lang. Ich mache die irgendwo rum, suche mir die passende Öse aus, Karabiner durch und dann habe ich eine schöne Schlaufe. Das Teil, gute Investition. Da gibt es noch die Snake von Unshore zum Beispiel, das ist auch so ähnlich, das Teil. Erspart einem einfach dieses 200 verschiedene Bandschlingen ausprobieren, bis man die richtige Länge hat. Was ist noch in diesem wunderschönen schwarzen Beutel? Also Anschlagmittel haben wir ja gesagt. Ne? Da ist noch mein Cambium-Schoner drin. Sollte man auch öfters benutzen. Ich ertappe mich aber selber oft dabei, dass ich zu faul bin. Seilschoner, die sind von Blacksafe, zweimal am Start. Dann haben wir hier noch meine Pilotleine. Und zwar arbeite ich mit so einem Falteimer. Das ist ein China-Nachbau für, ich müsste jetzt nachschauen, ich würde sagen 13 Euro. Sieht man aber auch hier schon das Problem. Hier ist meine ganze Pilotleine drin. Wurfsäcke. An Bord habe ich 2x60 Meter Pilotleine. Wurfsäckchen habe ich verschiedene, auch ein Blacksafe. Und 350 Gramm, dann habe ich noch zwei von denen. Die sind selbst gebaut, da ist oben noch ein Schlüsselring normalerweise drin. Die sind auch nicht schlecht, die hat ein Kollege gebaut. Den Falteimer will ich aber unbedingt loswerden. Also durch das Gefalte ist die Pilotleine immer verheddert. Also ich habe einfach nur einen Anfang gegriffen. Man sieht das Problem. Da muss auf jeden Fall im neuen Jahr was Neues her. Ich habe mir schon was rausgesucht. Ich würde gerne auf ein rundes Modell wechseln. Und ja. Hier im Rucksack hängt noch ein Abseilgerät. Das ist ein Lorry von Bornack. Schönes Abseilgerät, hat eine Panikbremse, das war mein erstes Abseilgerät. Warum hängt es jetzt im Rucksack? Die Panikbremse ist nicht immer förderlich, also gerade wenn man sich irgendwo frei bewegen möchte. Das Teil macht dauernd zu. Ich habe es aber trotzdem mit. Das kann man unten am Anschlagpunkt mal einbauen oder zum Seilbahnspannen benutzen oder der letzte Beutel in meinem Rucksack, da drin befindet sich mein Kurzseil. Das hat auf der einen Seite einen Twistlock-Karabiner. Gekürzt wird das Ganze durch einen Krikri. Das Kurzseil ist 10 Meter lang. So sieht es aus, steckt alles hier drin. Wenn ich im Vorstieg arbeite, hänge ich mir den Beutel an, Gurt und ab geht's. Da will ich mich aber auch noch ein bisschen verändern. Das Krikri gefällt mir nicht besonders gut. Zum Sportklettern ist das Krikri ein sehr schönes Gerät, zum Sichern von unten. Aber wenn ich im Baum bin und selber an dem Krikri hänge, wenn ich es nicht sauber belasse, dann geht es einmal durch. Und ich fühle mich nicht besonders sicher. Also das Krikri würde ich gerne noch austauschen nächstes Jahr. Es gibt Alternativen. Schauen wir uns mal meinen Gurt an. Da hängt viel, viel Zeug dran. Kommen wir noch weiter raus. Also wir sind jetzt hier an meinem Gurt unterwegs. Das ist ein Industriekletter-Gurt von Rock Empire. Der ist getuned mit diesen wunderschönen Trägern. Aus dem einfachen Grund, weil ich mit Bruststeigklemme kletter. Wir schauen uns jetzt erstmal die ganzen Geklapper an meinem Gurt an oder das ganze Zeug, was da dran hängt. Hier oben, das sind solche Ösen an dem Gurt, die kann man benutzen, um da irgendwas festzuhängen. Die finde ich ziemlich cool. Da habe ich meine Kurzsicherung dranhängen. Meine Kurzsicherung besteht aus einem Finch von Climbing Technology. Bin ich sehr zufrieden damit, geiles Teil, macht richtig Spaß. Den Schoner habe ich normalerweise nicht drauf. Der ist mehr hinderlich, als dass er mir was bringt. Mein Abseilgerät ist ein AB. Das AB, da ist ein Swivel dran von Petzl und
ein Karabiner von DMM. Aus dem Grund, weil das der ist mit der kleinsten Bauhöhe, den es gibt. Dadurch hängt das Abseilgerät nicht so weit oben. Der Swivel ist dafür da, dass ich es einfach drehen kann, wohin ich will hier. Und Vorteil, ich kann es halt aufmachen, ohne es auszuhängen. Also das kann nicht runterfallen. Wenn es am Gurt hängt, bleibt es am Gurt hängen. Also ein AB, abseiltechnisch, erste Sahne. Deswegen ist es auch hier dran. Und es wird auch an meinem Gurt bleiben. Das nächste ist meine Handsteigklemme. Das ist eine ganz normale Petzel. Was hängt da dran? Normaler Malleon, Fußschlaufe und das Rote ist meine Safety Line. Da ich ja mit Bruststeigklemme kletter, zwei Punkte Sicherheit. Die Handsteigklemme ist mit meinem Gurt verbunden. Die hängt hier vorne in einem Delta. Ja, man sieht es doch ganz gut. Also das ist die Hauptöse und hier oben hängt der Delta drin mit dieser Safety Line zur Handsteigklemme. Was hängt noch an meinem Gurt? Wir gehen jetzt mal die Seiten ab. Eine Riggingplatte. Ich kletter ja mit Industriekletter-Gurt und wenn man dann anfängt im Vorstieg zu arbeiten und hat Kurzseil, Kurzsicherung und eventuell noch Abseilgerät, alles vorne in dieser einen Öse hängen, dann wird es unter Umständen echt eng. Und da mache ich mir die Riggingplatte rein, habe mehr Punkte zum Anschlagen, Einhängen, Festmachen und habe dadurch ein geiles Leben. So, dann habe ich dranhängen von Petzl ein Karabiner, der nennt sich SMD. Und das Besondere an dem ist, der hat hier vorne eine Bohrung, wo man diese kleine Schnur einhängen kann. Und an der kleinen Schnur hängt ein Triebblock. Also das ist wie eine mini kleine Handsteigklemme. Es ist immer zusammen, ich kann den nicht verlieren durch die kleine Schnur. Und ich benutze das, um einen Flaschenzug zu bauen oder um eine Seilbahn zu spannen. Hier ist ein Karabiner mit zwei einzelnen Rollen. Die eine ist für meine Handsteigklemme, die andere ist von meinem Cambium-Schoner. Hängen jetzt beide daran, weil ich damit einen Flaschenzug gebaut habe. Nächstes Teil, Doppelrolle, Seilbahn bauen, die ist ganz neu. Ob ich sie wirklich brauche, wird sich zeigen. Die zwei Einzelrollen habe ich viel benutzt bis jetzt. Mal sehen. So, dann hier haben wir noch eine Bandschlinge. Die benutze ich, um eine Umlenkung zu bauen im Baum oder einen zweiten Anschlagpunkt. Die kann man einfach um Ast rumlegen, dann kann man sein Hauptseil rüber oder rüber hängen und im Prinzip weiter raus im Baum. Sollte der blöde Fall eintreten und ich komme mit meinem Abseilgerät nicht mehr runter, habe ich hier noch Backup hängen, ganz normaler Achter und eine Brussigschnur. Wenn ich mal hängen bleibe mit meinem Abseilgerät oder da zieht es irgendwas rein oder keine Ahnung, habe ich hiermit die Chance, mich selbst zu retten. Ich habe es zum Glück noch nie gebraucht. Ich habe es schon trainiert, aber noch nie gemacht. Also der Ernstfall ist noch nicht eingetreten, hängt aber immer an meinem Gurt und von daher, es tut auch niemandem weh. Im Prinzip ist das alles, was ich so an Material rumschleppe. Ist schon relativ viel. Eine Expressschlinge mit zwei Trilock-Karabinern, die sind von Skylotech. Damit kann man jemanden retten, damit kann man Seilbahn fahren, damit kann man alle möglichen Experimente veranstalten. Hab schon oft gebraucht. Ich kann die Karabiner einzeln verwenden, wenn ich die mal irgendwo brauche. Dann habe ich hier noch einen Karabiner, wo man eine Flasche zu trinken einhängen kann. Ein Karabiner, da hängt ein Messer drin.
das zum Butterbrot schmieren oder zum Pilze sammeln. Lasst euch ja nicht einfallen, jemanden aus dem Seil zu schneiden. Drück fest die Daumen, dass ich es nie brauche. Dann habe ich hier hinten noch diese wunderschöne Tasche. Das ist eine Werkzeugtasche. Da ist ein Kugelschreiber drin an der Schnur, weil der liegt immer unten, wenn man klettern ist. Da ist eine Jakobsleiter drin, die ist so gut wie unbenutzt. Zwei Ersatzlogbücher und ein kleines Stück Paracord, falls die Dose mal locker ist. Und hier ist noch ein Erste-Hilfe-Kit an meinem Gurt. Gerade auch, wenn man sich selbst mal doch verletzen sollte. Also ich habe im Prinzip zwei Erste-Hilfe-Kits mit. Eins im Rucksack, eins am Gurt. Was ist hier drin? Pflaster, Tupfer, Mullbinde, Beatmungsmaske, Schere, Pinzette. Also es ist mehr oder weniger ein vollwertiges Erste-Hilfe-Kit. Alles sehr klein, schön hier reingepresst. Sind auch Gummihandschuhe drin, falls man jemand anders helfen muss, sollte, möchte. Das war's mit meinem Gurt. So viel ist es eigentlich gar nicht. Bruststeinklemme. Die ist von Climbing Technology, das ist noch die alte Generation. Das Schöne bei dem Teil ist, ich ziehe hier und in dem Moment, wo ich nach unten ziehe, geht die schon auf. Sieht man das? Extrem gute Gleiteigenschaft. Also das Seil braucht eigentlich nie jemand, der unten festhält. Jeden Cent wert. Das sind die Sachen, die an meinem Gurt sind. Was möchte ich ändern? Die Tasche hinten muss weg, die geht mir voll auf die Nerven. Also diese Werkzeugtasche, viel zu groß, bleibt immer hängen. Mit der Jakobsleiter, da lasse ich mir noch was einfallen. Im Rucksack lassen will ich die aber nicht, weil das genau das, was einen immer bei den letzten 2 Metern zur Dose in den Arsch rettet. Fix Jakobsleiter drüber, bam, bist du an der Dose. Oder du kommst nicht über die Kante beim wieder hochklettern an einem Abseiler, ne? Also ich seile mich die Brücke ab, muss wieder rauf, komm nicht übers Geländer, schön Jakobsleiter reingehängt, hier, da kommt der Kollege wieder ins Spiel, ne? Da kann man eine Jakobsleiter ranhängen, also, und dann kann ich schön übers Geländer klettern, die bleibt auf jeden Fall am Gurt. Das Problem ist, die kann man nicht so richtig ordentlich zusammenpacken, oder ich habe es noch nicht rausgefunden. Jetzt kann man vielleicht noch mal sehen, wie das aussieht, wenn ich losziehe. Also Kurzsicherung habe ich immer mit. Die ist immer am Gurt. Die nehme ich gerne mal, wenn ich oben meine Bruststeinklemme ausbaue. Da kann ich mich mal noch wo ranhängen oder ich kann mich mal noch ein bisschen irgendwo hin positionieren zur Dose. Die ist immer da. Die hängt also jetzt zeitgleich mit dem AB hier drin. Kurzsicherung, AB. Das AB, das hängt mit dieser wunderschönen Strippe hier an der Seite. So. Na, sieht man das? Hängt hier hoch, hier hinter. Das hängt im Karabiner. Das hat einen ganz einfachen Grund und zwar schlägt mir das beim Laufen nicht in meine besten Teile. Deswegen hängt es zur Seite. Ja. Ansonsten, wie gesagt, Finchi ohne Schutz, macht den ab. Der klemmt irgendwo drin, der hängt irgendwo fest. Wenn ihr wirklich mal einen Schutz braucht oder einen Harz durch einen Baum habt oder sowas, nehmt lieber einen richtigen Seilschoner. Das Teil, was da original dran ist, schwierig. Dann habe ich hier noch 2 feine Sachen und zwar eine Seiltasche, da ist ein 30 Meter Seil drin. Nennt sich Hardcore Statik, ist von der KSE in Gelb-Schwarz. 11 mm Stärke, 30 Meter lang. Geiles Ding, kann man auch mal richtig einsauen. Das ist nicht besonders wertvoll, also keine Ahnung, 50 Euro. Das kann man richtig durch den Schlamm ziehen. Mein zweites Seil, das kennen die meisten von euch, das Ultimate Pro von Geoclimbing. 60 Meter. Befindet sich auch in einer Seiltasche. Die hat sogar 2 Rückenträger, also als Rucksack. Weil, wenn wir zusammenklettern gehen, also dann braucht ja nicht jeder immer sein 60 Meter Seil mitschleppen, sondern dann ziehe ich auch teilweise mein Gurt an und nehme nur mein Seil mit. Oder
andersrum, lass es im Auto liegen. Deswegen ist es extra und wenn ich es brauche, packe ich es oben auf meinen Rucksack. Das ist der Grund. So. Auch ein Teil, was zu jedem T5-Erlebnis gehört, sind so ein paar Fehlkäufe. Da habe ich schon mal was zusammengemischt. Da sind nicht nur Fehlkäufe drin. Aber ich zeige euch einfach mal was. Hier aus der Anfangszeit ist viel, nicht mehr viel von meinem Equipment übrig geblieben, aber das Teil hier. Viele werden es kennen, Wasserbombenschleuder. Manche nehmen das zum Einbauen, vergesst es einfach. Kein Schwein legt sich auf nassen Waldboden und schießt mit den Füßen im Wurfsack in eine Astgabel. Da ist am falschen Fleck gespart worden. Fehlkauf, Thema Fehlkauf ist immer gut. Ich habe mehrere von den Petzl-Materialösen in der Größe L. Die hatte ich alle an meinem Gurt, also 4 Stück hatte ich an meinem Gurt. Hatte das alles schön sortiert, hängt auch super da drin. 2 Gründe, warum die Dinger nicht mehr an meinem Gurt sind. Der erste ist die Nase hier vorne. Absolut schrecklich, hängt immer alles fest. Egal was du brauchst, bleibt immer hier drin hängen. Gefummel. 2. Grund, die sind einfach nur riesig. Guckt euch das mal an. Wenn die hier... keine Ahnung. Hier. So groß ist meine Hand. So. Also ich habe die wieder abgemacht, weil man damit beim Klettern mehr hängen bleibt, als dass man Nutzen hat zum Transport. Wenn es doch mal ein bisschen enger wird, ne? Oder zwischen die Äste durch, da kann man auch schön mal einen Ast einhängen hier. Fehlkauf. Ja, also für mich. Die sind sehr gut, die sind übel stabil. Coole Sache, da kann man, keine Ahnung, was darf man da reinhängen? 0,15 Kilonewton. Kannst du einen Kasten Bier ranhängen. Dann Stahlschraubkarabiner in O-Form, die sind glaube ich von Kong. Ja, keine Ahnung, von Kong oder von PlexSafe oder sowas. Davon habe ich auch sehr viele gekauft in meiner Anfangszeit. Ist kein Fehlkauf, die laufen auch. Also hier, die gehen super auf. Das sieht man, wenn die offen sind, durch das Rote hier oben. Warum habe ich die aussortiert? Also ich habe noch einen mit, der hängt an meiner Super Sling. Alle anderen habe ich raus, wegen Gewicht. Einer ist noch an meinem Gurt und einer an der Super Sling. Und ich hatte vielleicht so, keine Ahnung, 10 Stück. Plus trag mal 10 solche Dinger. Also der hier, der wiegt, ich würde sagen, 200 Gramm. Wahnsinn. Hier ist auch so ein Ding, Fehlkauf. Wollte ich eine Doppelrolle kaufen. War im Angebot bei, ich glaube, KSE. Hat der Christian nicht richtig gelesen, also es war alles ordentlich auf der Internetseite beschrieben. Die ist fürs Rigging. Da kann man einen Flaschenzug bauen für fette Äste. Keine Ahnung. Also ne, so ein Baumpfleger, der lässt ja an solchen Rollen auch seine Äste runter. Das Ding ist einfach nur so riesig. Hier ist meine Hand. Kann man für nichts gebrauchen. Dafür habe ich jetzt die rote am Gurt. Also zweimal gekauft. Ich hatte aber auch keinen Bock, die zurückzuschicken. Die ist eigentlich ganz cool. Vielleicht kann ich sie mal irgendwo einbasteln oder was Cooles damit machen. Jetzt haben wir, glaube ich, alles ausgeräumt. Was ich so mitgebracht habe. Wenn jemand eine Frage hat zu meinem Equipment, irgendwas wissen will, einen Link geschickt. Keine Ahnung, was. Vorschlag hat für besseres, geileres. Schreibt mir einfach. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.